Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. Der letzten Folge sind wir ein paar Level aufgestiegen. Wir haben die Essoslockerung vermehrt, sage ich mal. Ich habe eine Mütze angezogen. Eine Kapuze, genau. Und ich habe ja 23.000 Seelen. Da habe ich mir überlegt, was, wenn ich mir jetzt diesen Schlüssel kaufe, genau den hier. Schlüssel zum baufälligen Turm hinter dem Schrein. Ich meine, wenn ich das Geld ja schon mal habe, kann ich das ja auch wohl hierfür verwenden, oder? Ja, 20.000. So, das wäre das. Hiermit wäre das erledigt. Ja. Alter, was machst du da? Und was ich noch bei Kreirat schauen wollte. Das ist eine Schwert. Genau, dieses Krummschwert. Was ist daran so besonders? Ein Krummschwert. Krummschwert. Oha, wie das aussieht. Ein Krummschwert der Ritter des Hohepriesters, der eisigen Geister, die in ihre Tüll wandeln. Die große Klinge wirkt wie von Insekten zerfressen, wodurch es zwar leicht, aber auch brüchig ist. Fertigkeit Frostklinge. Ein Wirbeln durchwirkt die Klinge mit Kälte. Es folgt ein schwerer Angriff mit einer riesigen Klinge aus Kälte. Ui. Und Zweihänder. Ein zumeist beidhändig geführtes Ultragroßschwert mit großer Klinge. Das Gewicht dem Träger zwar große Kraft abverlangt, aber dafür auch machtvolle Angriffe ermöglicht. Eine scharfe Klinge eignet sich für Stoßangriffe. Fertigkeit Stampfen nutzt das Körpergewicht für einen Vorwärtsschritt in niedriger Haltung, erhöht die Balance und führt einen schweren Angriff mit Aufwärtshieb auf. Ja, okay. Ja. Ihr könnt euch das selber vorlesen, wenn ihr wollt. Ja, ich möchte einfach mal weitermachen. Lebe, okay. Ja, das reicht. So, was ich mich frage. Ja, danke. Tschüss. Andre hieß du ja, ne? Was kann ich mit dem Rüstzeug halten schon was aus, ja. Irgendwann bricht selbst der beste Schild. Bei geringer Haltbarkeit ist eine Reparatur vonnöten. Verwendet ein Pulver oder rastet am Leuchtfeuer. Falls aber dennoch ein Stück zu Bruch gehen sollte, bringt es mir. Ach so? Ich blicke es euch wieder zusammen. Wenn man Schmiedewaren brechen nicht gerne. Also behandelt sie pfleglich. Also die Rüstung wird immer repariert, wenn ich mich ans Lagerfeuer setze. Okay, dann bist du ja fast schon unnötig. Ich meine, nee, du reparierst keine. Doch, Ausrüstung. Du reparierst Ausrüstung, aber wenn man am Leuchtfeuer die Ausrüstung repariert, wozu braucht man dich dann? Gut, du hast das hier nicht. Dieses Ding. Wo ist das? Genau, dieser Wandlungsofen, wofür ist er gut? Wie kann ich ihn benutzen? Keine Ahnung. Gut, wir haben ja jetzt. Mann, was ist denn los mit mir? Wir haben ja jetzt diese Zunge sage ich, Mensch, diesen Schlüssel. Ich wollte mal schauen, wenn das hier endlich mal weggeht, was denn nun da oben eigentlich ist. Und ich ziehe mein Leuchtschwert. Das war dort, glaube ich.
Und schauen wir mal. Gerne. Öffnen. Nein, das war die falsche Seite. Okay, mein Fehler. Entschuldigung. Und ich merke gerade, um auf die andere Seite zu kommen, muss ich doch hier rein. Ja, wer baut denn so? So. Hier. Öffnen. Ja, Turmstütze benutzt. So. Was gibt's hier Neues? Wie man sieht, habe ich jetzt 7 Estus-Waggons. Ich hatte vor 2 in diese Asche-Estus-Waggons umzuwandeln. Oha. Um ein bisschen Fokuspunkte aufzuladen. Oha. Oh. Ach, das ist die andere Seite des Turms. Okay. Ah, dann gehe ich also so außen rum. Okay, ist hier ein Fahrstuhl oder? Oha. Ui. Hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Loot, sagt er, während er 2 Kügelchen fliegen sah. Oh. Okay. Boah, ich wollte schon sagen, nicht, dass das Ding jetzt runterfährt zurück. Was ist hier? Ich gehe erstmal da lang. Oh. Okay. Da ist nichts. Da auch nicht. Okay, was haben wir hier? Das ist eine Leiche, okay. Feuerhütersee. Oh. Oh. Okay. Wo ist die jetzt? Seele einer Feuerhüterin, die aus dem Abgrund zurückgekehrt ist. Oha. Okay. Was bringt mir das jetzt? Es ist eine echt krasse Burg, ne? Muss eine Menge an Unterhalt kosten einfach. Ula. Wow, hier ist einfach nichts. Okay. Okay. Dann war es das hier, schätze ich. Okay,
Okay, also ein von zwei Kügelchen kostet mich schon mal 20.000. Plus die zwei anderen. Darum. Uiuiuiui. Na, ich habe ja nur 3.000. Zum Glück habe ich nicht so viel. Moment, ich teste noch mal. Ah ja, so war das. Ich muss hier drauf springen, ne? Okay. Sehr gut. Das wäre schon mal geschafft. Ah, jetzt muss ich wohin? Toll, es ist dunkel. Ah, dahin. Was ist da? Keine Ahnung. Wow. Wie komme ich dahin? Da, indem ich... Nein. Gut, das war das. Das ist hier. Ach du Heilige. Was zum Teufel? Okay, das habe ich jetzt nur wirklich nicht erwartet, so viele Feuerhüterinnen hier zu haben. Estusring hier zu haben. Oh. Was mache ich denn hier? Erhöht die durch Essos Verkorn regenerierten TP. Oh. Ja, cool. Aber warum, was hat es jetzt mit den Feuerhütern hier auf sich? Und wie komme ich da oben hin? Ach ja. Öffnen. Gut, das wären die Türme jetzt gewesen. Geheimnisse, Geheimnisse. Dann versuche ich noch mal das letzte Kügelchen zu holen. Okay, ein Ring und eine Feuerhüterin-Seele haben... War, also... Ich darf schon wieder falsch. Waren schon mal den Preis wert. Glaube ich, der Ring auf jeden Fall. Die Feuerhüterin-Seele vielleicht. Mal gucken, was das dritte Objekt ist. Vermutlich verrecke ich, wenn ich versuche, rüber zu springen. Moment, ich schau noch mal mich etwas genauer um. Ich versuche mal da zu diesen zwei dorthin rüber zu springen. Dann zur Kugel. Ja. So. Oh. Hey, Fürst Schwei, sehr gut. Oh. Feuerhüterrobe, Feuerhüterhandschuhe, Feuerhüterrock. Ach krass. Okay, die wurde da. Die ist da zerquetscht worden. Okay. Okay. Jetzt was? Wow. Leben am Limit. Okay. Das war's. Also 20.000 für Feuerhütersachen. Okay. Was macht die Kleidung denn jetzt? Okay. Ah, Feuerhüterrobe. Gegenstandinfo. Dieses Gewand wurde von den Hütern des Schreins getragen. Die Feuerhüter wurden des Lichts beraubt, um besser als Seelengefäße dienen zu können. Nur jenen,
die nur jenen, die sich windende, sengende Finsternis verehrten, wurden das schwarze Gewand der Hüter gewährt. Und warum sind die dann alle tot? Diese Menschen wurden von den Hütern des Schreins getragen. Die Feuerhüter wurden. Okay, da steht das Gleiche. Okay, ich zieh mal an und schau mal. Oh, wow. Okay, das sieht nicht so schlecht aus. Aber ich sollte vielleicht die Maske ausziehen. Kapuze, meine Entschuldigung. Du bist ein Zauberer, Harry. Ja, und du bist ein haariger Zauberer, Hagrid, oder der Harry. Wo ging's hier nochmal? Da ging's nochmal. Mal gucken, ob die Feuerhüterin was dazu sagt. Ja, hallo, ich steck das Ding weg. So. Ich wünsche Erklärungen. Sprechen. Feuerhüterseele geben, ergeben. Warum sollte ich? Aschner, als Unentfachter seid ihr ein Gefäß für Seelen. Ja, bla bla. Aha. Aufsteigen. Was gibt's hier? Ich habe keine Seelen. Okay. Dann kaufe ich mir doch gleich mal. Ja, ihr lebt wohl. Dann Alter. Dann kaufe ich mir doch gleich mal Wurfmesser, weil Wurfmesser sind praktisch. Ja. Wurfmesser. Hier. Wie viel geht? Ja. Sehr gut. Dankeschön. Schade, dass ich nicht auch so eine Maske bekomme. Also okay. Das war das Feuerstückgewand. Hoch. Soll ich den Helm wieder anziehen oder? Ach komm, Greirat, hast du noch was? Greirat sage ich. Joel, hast du noch was zu sagen? Hoch. Nee, der Pyromant sitzt da. Wer ist das da jetzt? Eigentlich müsste ich schon ausmachen. Reden? Ja, eine Frau, okay. Okay, wie kommst du her? Okay. Okay. Another matter. Okay, danke. That a lord art thou not? Scheinbar. Bearer of the dark sigil, and our lord of hollows. For the time thou remainst our lord, we Oh. of Londor shall serve thee, and I, of course,
Senpai. Oh. Okay. Kriege ich noch ein eigenes Stück Land oder wie oder was? Gegenstand kaufen, was hast du denn? Alter. Läuterungsstein? Keine Ahnung. Untotensuchsteigerung und hebt Aushöhlung auf. 4500, okay. Giftiges Wurfmesser? Alter, ich habe gerade mein Geld. Na gut, okay. Foliant von Londor. Wunder von Londor lernen. 50 nur? Verdammt! Nein! Ach Mann! Ringe! Was ist das für ein Ring? Unwahrer dunkler Ring. Bewahrt als Hülle ein menschliches Aussehen. Ach, das ist jetzt das Ding, was Temo hatte, glaube ich. Julian von Londor, Seelenpfeil, kenne ich. Okay, die Zauber kann man immer noch haben. Finsterhand. Lebensentzug, was? 12.000! Warte, was? Eine Waffe, die eine einzigartige Kunst aus Londor, dem Bereich der Hüllen, hervorbringen kann und ein Relikt der Urschlange sein soll. Die Finsterhand entzieht ihren Opfern ihre Lebensessenz. Krieg ich die dann? Sie kann auch als Schild verwendet, aber nicht beidhändig geführt werden. Fertigkeit Lebensentzug. Umschließt das Opfer und schielt seine TP. Kann nur gegen Menschen eingesetzt werden. Ja. Krieg ich die dann? Oder... Einer der Illusionsringe, die von den Hüllen von Londor getragen werden, bewahrt als Hülle ein menschliches Aussehen. Die Hüllen von Londor sind erbärmliche alte Wesen und zeichnen sich durch ihre Heimtücke und Verstohlenheit aus. Es ist kein Wunder, dass sie so tief verachtet werden. Auch noch ein Ring. Unwahrer weißer Ring. Einer der Illusion... Ah ja, okay. Nimmt das Erscheinungsbild eines Phantoms an. Die Hüllen von Londor... Ah ja, okay. Und das hier? Ring doch... Ach, drei Ringe der Opferung. 5000. Oh. Okay, schick. Dieser Foliant von Londor. Ich glaube, den muss ich der Frau nebenan geben, ne? Ist die zufällig in Blindenschrift? Sprechen. The Lord of the Nord. Bearer of the Dark Sigil. And our Lord of Hell for the time thou remainst our Lord. And I, of course, am also thine. Till we meet again. Bis wir uns wiedersehen. Ja, da, ja, würde das dunkle Siegel euch leiten. Okay, also, was hast du da für ein Schwert? Was hast du allgemein für ein Equipment eigentlich? Oh. Aha, ein Katana. Aber nur einfach ein Katana, okay. Was ist mit dem hier eigentlich? Musste das so sein? Ja, ich bin wieder fraglos. Ich hab Fragen. Ja, keine Ahnung. Ich habe übrigens ein paar Gegenstände abgelegt, die von denen ich doppelt welche hatte. Ja, also. Auch den Schild, kann ich eigentlich den Schild benutzen? Oder ist er mir zu schwer? Er ist mir zu schwer, verdammt. Gut, dann danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. In der nächsten Folge geht es weiter mit dem Pfad der Opferung. Tschüss.